September. Die Tage werden langsam kürzer und die große Hitze von Juli und August ist vorbei. Es folgt das ideale Wetter, um draußen die ersten Wanderungen zu unternehmen. Naturverbundene Wanderwege befinden sich auch in Linz. Insgesamt 10 verschiedene Stadtwanderwege finden sich zwischen Ebelsberg und Pöstlingberg. Direkt vor der Haustür der Waagbewohner bietet sich eine Wanderung durch den Wasserwald an. Für die Ortsgruppe Käferfeld des Pensionistenverbandes der ideale Platz, um aktiv in den Herbst zu starten. Wir machen gern Wanderungen und Spaziergänge. Der Wasserwald ist sehr vielfältig von den Angeboten, was wir haben. Und er ist leicht durch öffentliche Verkehrsmittel auch erreichbar für die Pensionisten, die nicht mit Auto unterwegs sind. Und es gibt den Seniorenpark, es gibt dann die Kinderabteilung, es gibt den Fitnessweg. Und es ist wirklich eine große Vielfalt, dass für jeden etwas dabei ist. Der Wanderweg durch den Wasserwald startet bei der Salzburger Straße, führt durch die Natur bis zum Langen Zaun und endet im Wasserschutzgebiet Schalinz. Doch nicht nur für gemeinschaftliche Spaziergänge ist die Strecke ideal. Auch Nordic Walker trifft man hier. Die Ortsgruppe Bindermichl habe ich im Jahr 2000 übernommen mit 267 Mitglieder. Wir haben einen enormen Anstieg, weil wir eben in unserem Programm riesiges Programm haben. Ja. Wir haben Reisen, ja. Wir haben Turnen dreimal in der Woche, wir haben Nordwalking, wir haben Kegeln. Ja. Wir haben wirklich sehr, sehr viele und natürlich verschiedene Gruppen. Die anderen gehen zum Nordwalking, oft waren Schwächere oder auch frisch anfangen, da hat man eine kleine Gruppe und die große Gruppe, eine schnelle Gruppe, eine langsame Gruppe, weil ja von den Ärzten empfohlen wird, den Muskeln nicht überdehnen. Ne? Für Abwechslung auf dem Wanderweg sorgt der Fitnessparcours der Linz AG. Alle Informationen zu den Stadtwanderwegen in und rund um Linz finden Sie auf der Webseite der Stadt Linz.